Und dann geht es also darum, dass sie eine lebende Zwillingsschwester haben und dass da möglicherweise ein Beziehungsmuster dadurch entstanden ist, was sich dann in einer Partnerbeziehung unglücklich auswirkt. Und wir würden jetzt mal diese Beziehung zum letzten Partner anschauen oder diesen Gesichtspunkten. Dann können Sie sozusagen Ihre Wahrnehmung schulen, um die für die ihre eigenen Grenze, um die besser schützen zu können und um die fremden Grenzen besser respektieren zu können. Was halten Sie davon? Ja, genau so. Dann beginnen wir doch gleich, und zwar bräuchten wir da drei Klötzchen für Vivien: Rot, Gelb und Grün. Rot, gelb und rot, gelb und Rot, Gelb und Grün für Vivien. Rot ist Vivien von heute, die eben diese Beziehungsprobleme hat. Grün wäre die lebendige, vitale, kindliche Vivien, die ihre Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse gerne äußern möchte, auch ihre Wut, und die aber auch geschützt werden möchte, weil sie verletzbar ist. Und Gelb ist ihr wahres Selbst, wie wir das bezeichnen. Eine Vivien, die ihren Wert und ihre Würde in sich selber hat, sodass es gar nicht relevant ist, ob sie etwas leistet oder was die anderen von ihr denken, das ist da gar nicht relevant. Und diese drei Elemente können Sie jetzt mal in Bezug setzen zu diesem Partner und dem Partner für den Partner. Für den Herrn X nehmen wir ein blaues Klötzchen. Er sollte die gleiche Größe haben wie die anderen. Ja, der war ja schon ganz gut. der Bezug ist kleiner, aber gut. Darf ich mal sehen, das Und jetzt ja, genau. ein bisschen kleiner. Nein, nein, das spielt keine Rolle. Das geht schon, das geht schon. Das passt schon. Okay. Ah, nee, ich habe eins. Ja. Und jetzt können Sie Und der. Ihre Anteile können Sie in Bezug setzen zu dem Partner, von dem Sie sich getrennt haben, so wie sich das jetzt noch anfühlt. Grün ist Das war noch mal. die vitale kindliche. Rot ist die von Das heute ist. und sozusagen ihr heutiges, ihr bewusstes Ich. Und Gelb ist ihr wahres Selbst, was sich vollständig fühlt, auch ohne den Partner, sich abgrenzen kann, ohne Schuldgefühle. Ja. Jetzt. Okay, Ja. dann legen Sie jetzt meinen Finger auf das rote Klötzchen, auf die Vivien von heute. Wie geht es dir in dieser Konstellation? Besser, aber nicht gut. Wie bitte? Also irgendwie besser, aber nicht gut und irgendwie so abhängig. Ja. Also was wir sehen, ist, dass sie halt, dass der Herr X ihnen näher steht als ihr wahres Selbst. Und das ist dann immer schwierig, dann in einer Beziehung man selber zu sein, bei sich selber zu sein. Und da das liegt meistens daran, dass die Grenze nicht deutlich ist. Jetzt können Sie mal ein Symbol für eine Grenze nehmen, einen Zollstock oder ein Lineal. Das geht auch schön. Und das legen Sie mal zwischen sich und den Herrn X. Dann bekommt der X auch noch ein wahres Selbst an die Seite, ein gelbes Klötzchen für sein Selbst. Und mit dem ist er möglicherweise nicht optimal verbunden. Das ist heutzutage gar nicht selbstverständlich. Stellen Sie neben ihn, parallel zur Grenze, genau. Und jetzt legen Sie noch mal einen Finger auf die Vivien von heute. Wie fühlt sich das jetzt an, dass es da eine Grenze gibt, wenn der Herr X sein eigenes Selbst hat? Ja, da gibt's, da ist eine Grenze. Das ist nicht mehr so verbunden. Da gibt's ein rechts und links. Ja, Ja. ist es jetzt schmerzlich? Vermissen Sie da etwas? Das ist ja so, dass Sie da diese grenzenlose Nähe, dass Sie die vermissen, weil darauf sind Sie sozusagen abonniert. Das ist so. Für ihr Gefühl gehört das zu einer Beziehung dazu, dass es da keine Grenze gibt. Und diese fehlende Grenze bedeutet aber automatisch, dass sie dann
dem anderen mehr, dass der mehr Einfluss hat auf sie als ihr eigenes wahres Selbst. Ja. Und das ist immer wieder das Problem in Beziehungen. Und jetzt versuchen wir, das Bewusstsein für diese Grenze zu trainieren. Und das fühlt sich zunächst mal für Sie schmerzlich an, dass es diese Grenze gibt. Aber ich denke, im Laufe des Prozesses könnten Sie lernen, dass es so eine Grenze durchaus Vorzüge hat. Und dann können Sie auch lernen, sich besser abzugrenzen. Das Erste, was wir testen, wenn es keine Grenze gibt, dann können Sie auch nicht genau unterscheiden, wo Sie zuständig sind, wo Sie nicht zuständig sind. Zum Beispiel kann es sein, dass Sie dazu neigen, dass Sie sich gut hineinversetzen können in den Partner. So als könnten Sie sich gut vorstellen, wie würde es mir an seiner Stelle gehen, was würde ich an seiner Stelle tun. Und dann kann es auch sein, dass Sie ihm schon mal einen guten Ratschlag geben, was er vielleicht tun sollte. Kennen Sie sowas von dem? Ja. Dann stellen Sie mal die Vivian von heute an den Platz von dem Herrn X. Der X tritt dann ein bisschen auf die Seite, damit Sie sozusagen Platz nehmen können in seiner Kapitänskajüte. Und dann schauen Sie mal, ob Sie auf seinem Boot in seiner Kapitänskajüte sich auskennen und ob Sie sich da zuständig fühlen. Bei ihm nicht so. Und trotzdem fühlt sich sicherer an. Also vielleicht kennen Sie das, dass Sie denken, Sie müssten eigentlich diesen Platz sein. So als wäre das, würden Sie in Sicherheit Also was jetzt so geben. ganz spontan kommt, ist, ich würde diesen Platz gern haben, um die Verbindung zu ihm auch noch intensiver Ja. zu haben. Das ist jetzt Ihre Illusion, als könnten Sie dadurch Verbindung haben. Was jetzt, aber was Sie sehen, ist ja, dass Sie da praktisch in seinem Cockpit sitzen, also als wären die der bessere Lotse oder der bessere Kapitän. Und das fühlt sich auf der einen Seite sehr liebevoll und fürsorglich an, aber es hindert den Partner daran, selber Kapitän zu sein auf seinem Boot. Und sie wiederum können gar nicht in ihrem Raum sein, gleichzeitig, dass ihr eigenes Boot, dass da der Kapitän fehlt, weil er gerade mal auf dem falschen Dampfer ist. Ganz klar. Und das können Sie jetzt erkennen. Doch, auch wenn sich das so verdammt gut anfühlt, da in der Kapitänskajüte des anderen zu sein, wenn man dann die Illusion hat, man könnte die Beziehung verbessern, wenn Sie das jetzt anschauen, mit Ihrem Verstand das beurteilen, dann können Sie erkennen, das ist genau der falsche Platz. Offensichtlich, ja. Bin Dann ich können Sie sich dabei. jetzt entscheiden, wo Sie hingehören. Also es ist so richtig, ich will da nicht weg. Ja. Ich will da nicht weg, ist jetzt gerade. Gut, also Ihr Gefühl ist verwirrt. Das ist ja ganz häufig bei diesen Beziehungsproblemen so, dass Ihr Gefühl da verwirrt ist. Und solange Sie sich nach Ihrem verwirrten Gefühl orientieren, kann ich Ihnen versichern, dass Sie auch die nächsten 60 Jahre aus dieser Verwirrung nicht aussteigen werden. Wenn Sie Ja, sich da bin ich ja heute gerne entscheiden, raus, genau. sich nach Ihrem Verstand zu orientieren, haben Sie immerhin die Chance, heute aus dieser Verwirrung auszusteigen. Und das wäre ja doch ein Angebot. Dann würde ich gerne verstandesmäßig gesteuert hier hinkommen. Und zwar zu meinem Und dazu wahren gibt es dann Selbst. einen klärenden Satz zu dem Herrn X. Herr X, das ist dein Platz und dein Schicksal. Da soll ich den Namen auch aussprechen Nee, oder ich sage bin ich Herr ruhig, X? Herr X. Herr X, das ist dein Platz und den darfst du gern erfüllen. War das so? Du bist du und ich bin ich. Du bist du und ich bin ich. Du lebst dein Leben, ich lebe mein. Du lebst dein Leben und ich lebe mein Leben. Dein Leben kann ganz anders sein, als ich mir das vorstelle. Dein Leben kann ganz anders sein, als ich mir das vorstelle. Und das respektiere ich. Bitte? Und das respektiere ich. Und das respektiere ich. Und mein Leben kann ganz anders sein, als du es dir vorstellst. Mein Leben kann ganz anders sein, als du es dir vorstellst. Egal, ob du es respektierst oder nicht. Egal, ob du es respektierst oder nicht. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das sagen? Da kommen ganz viele Erinnerungen an eine andere Trennung, die sehr vergleichbar und auch genauso schmerzhaft war.
wo ich aber genau diese Position eingenommen habe. Da war ich noch viel mehr mit meinem wahren Selbst verbunden. Und da kommt einfach so ein Gefühl von, ah, so fühlt sich das an, wenn man mit dem wahren Selbst verbunden ist, auf. Aber da schwingt ganz viel Schmerz mit, ganz eigenartig, ja. Und da gibt es halt eine Verwirrung zwischen ihrem Verstand und ihrem Gefühl. Ja. Und meistens orientiert man sich nach seinem Bauchgefühl. Das empfehlen einem ja auch die meisten Psychologen, orientiere dich nach deinem Bauchgefühl. Wenn das Bauchgefühl verwirrt ist, dann ist das keine gute Empfehlung. Ja. Das war jetzt der erste Platz. Kennen Sie das, dass Sie Herrn X als schwach erleben, das Gefühl haben, Sie müssen stark sein? Bei dem Herrn X eher nicht, Aber bei anderen war das so. sondern ja, dass ich da, ich muss immer stark sein. Ich darf nicht schwach sein. Das ist so Okay. mein Erleben. Dann stellen Sie doch mal das rote Klötzchen hinter den Herrn X. Und der X Steht der könnte jetzt auch eine andere Person, ein früherer Partner sein. Ob Ihnen das vertraut ist, dass Sie sozusagen dem Partner den Rücken stärken, so als wollten sie ihm das geben, was er vielleicht als Kind gebraucht hätte. So jemand, der ihm den Rücken stärkt, der ihm so Anerkennung gibt, der ihn. Kennen Sie sowas von sich, dass Sie so eine Rolle gerne übernehmen? Ja, aus ganz alten Zeiten kenne ich das schon. Ja. Das habe ich aber tatsächlich irgendwann mal abgelegt, weil Und wir können das jetzt das. sozusagen gleich auch mit klären. Das fühlt sich auch wieder sehr liebevoll und fürsorglich an, aber dadurch entsteht ein Gefälle zwischen Ihnen und dem Herrn und dem Partner. Dann erheben Sie sich als stärker und der Partner ist dann schwächer. Und das ist für eine partnerschaftliche Beziehung keine günstige Positionierung. Und außerdem hindert es Sie da wieder daran, in Ihrem eigenen Raum zu sein. Auch da kann dann Ihr Boot in Seenot geraten, weil die Capitana mit dem falschen Dampf ist. Dampfer ist auch noch in so einer exponierten Position und Sie können sich entscheiden, ob das wirklich Ihre Rolle ist, dem Partner das zu geben, was er als Kind gebraucht hat. Also da kommt so direkt so ein Widerstand, der sagt, ja, aber in der Partnerschaft ist es doch so, dass man sich da gegenseitig auch mal den Rücken stützt und füreinander da ist. Wie soll das denn anders aussehen? Also ich habe da einen alternativen Entwurf. Sie sind dann der optimale Partner füreinander, wenn jeder bei sich ist. Dann könnt ihr euch begegnen. Und wenn dann der andere sagt, ich brauche da mal Hilfe, dann kann man ihm auch Hilfe geben, aber nicht ungefragt da Hilfe annehmen und Positionen einnehmen, ohne dass der überhaupt was gesagt hat. Das ist der Unterschied. Okay. Können Sie den Okay. Unterschied wahrnehmen? Ja, verstehe ich. Macht Wenn Sie das Sinn. ungefragt machen, dann behandeln Sie ihn ja, als wäre er gar nicht in der Lage, sich überhaupt zu äußern, als wäre er unmündig. Und das müssten Sie dafür ihn sorgen. Und dadurch geht ein Stück Achtung verloren für den anderen. Und was ist mit dem Wunsch, dass das vielleicht auch umgekehrt sein soll? Also, Natürlich dass können auch er Sie, sich auch mal. wenn die bei sich sind, können die ihn auch bitten, dass er Sie mal unterstützt. Und wenn man das ausspricht und dann so, gibt es auch so Rituale, wie man das so gegenseitig sich geben kann, dann ist es ja ganz in Ordnung. Es ist nur so, wenn es so eine Haltung wird, die man unbewusst einnimmt als Dauerhaltung, dann ist es verwirrend, weil dann die Beziehung irgendwie schief wird. Was ich von mir in letzter Zeit kenne, und so erlebe, ist, dass ich mir wünsche, ich stelle das mal auf, dass das so ist, ungefragt. Dass Sie im Raum des Partners sind und er ungefragt Ihnen den Rücken stärkt. Ja, das ist natürlich ganz fatal, denn da sind Sie ja gar nicht in Ihrem eigenen Raum, da sind Sie im Fremdenraum. Im Fremdenraum haben Sie überhaupt keine Chance, mit Ihrem Selbst verbunden zu sein. Und dann erwarten Sie praktisch von dem Partner das, was Sie eigentlich Ihr Selbst ihm geben könnte, nämlich diese Orientierung. Und dann werden Sie abhängig und werden unselbstständig. Und verlieren so ein Gefühl für die eigene Würde und den eigenen Wert.
Und sie haben aber die Chance, eine Partnerschaft zu leben, wo sie gleichzeitig auch mit sich selber verbunden sind und ihren Selbstwert und ihre Selbstwürde haben. Das ist ja Ja. eine partnerschaftliche Beziehung. Das hier ist eine abhängige Beziehung und das kennen sie und das fühlt sich für sie bekannt an und vielleicht gut. Und deswegen wiederholen sie das immer wieder. Aber wenn sie die Erfahrung gemacht haben, dass es immer wieder unglücklich endet, dann könnten sie doch mal was Alternatives ausprobieren. Warum bin ich heute hier? Genau. Also jetzt hier zurück nochmal zu der Position, wo Sie hinter dem Partner stehen. Und dann können Sie sehen, dass das eine komplizierte Beziehung ist, dass es problematisch ist, weil sie dann so dieses Gefälle entsteht und weil sie nicht gleichzeitig in ihrem eigenen Raum sein können. Dann können Sie da aussteigen, sich wieder neben ihr selbst stellen. Dann können Sie zum Partner sagen, ich kann dir nicht das geben, was du vielleicht von deinen Eltern gebraucht hättest. Ich kann dir nicht das geben, was du vielleicht von deinen Eltern gebraucht hättest. Ich bin weder Mutter noch Vater für dich. Ich bin weder Mutter noch Vater für dich. Ich hatte die Chance, deine Partnerin zu sein. Ich hatte die Chance, deine Partnerin zu sein. Das, wenn Sie das sagen? Bitte? Wie ist das für Sie, wenn Sie das sagen? Gleichzeitig vom Verstand her sehr richtig, aber offen, also ganz vom Gefühl her bin ich da noch nicht und Ja. das merke ich. Ja. Also, es ist wichtig, wie gesagt, dass Sie sich jetzt nach Ihrem Verstand orientieren und immer dieses komische Gefühl, dieses Gefühl von falsch oder verboten, einfach mal aushalten. Dann gewöhnen Sie sich an den neuen Zustand und dann werden Sie mit der Zeit erkennen, welche Vorteile das bietet. Das nächste ist Ja, heute. ich finde es ganz spannend, das so bewusst mal wahrzunehmen, weil Ja. vom Verstand her bin ich ganz da, was Sie sagen. Und mich dabei aber zu erleben, wie das im Gefühl gar nicht da ist, macht das so offensichtlich, Ja. warum die Ja. Konstellation so, Ja. so krankmachend ist. Ja. Da sind eben diese Klötzchen ungeheuer wertvoll, weil sie das sofort symbolisieren können und weil sie später dann auch diese Klötzchen für die Abgrenzung verwenden können und das ist dann der nächste Teil. Aber jetzt gibt es eine sensible Partnerin, die hat manchmal das Gefühl, der Partner ist gar nicht ganz bei sich selber und dann denkt sie vielleicht, sie kann ganz subtil ihm dabei behilflich sein, mehr er selber zu sein. Das kennen Sie vielleicht. Dann stellen Sie Ihre eigenen Bedürfnisse zurück. Sie sind mit 1000 Antennen beim Partner. Was braucht er, damit er wirklich glücklich ist? Es fühlt sich so richtig selbstlos und liebevoll an. So liebevoll, dass man so wert, so selbstlos, dass man vor sich selber auf die Knie gehen könnte. Nach dem Motto, wenn alle Menschen so edel wären, dann sähe diese Welt ganz anders aus. Ich übertreibe das ein bisschen. Stellen Sie mal Ja, sich passt aber. neben. Zwischen den Partnern Herrn X und sein Selbst stellen Sie sich mal dahin, das rote Klötzchen. Schauen Sie mal, ob Sie das kennen, dass Sie sozusagen ihm sein eigenes Selbst nahebringen. Völlig selbstlos. Also, ich muss Sie aufklären, das ist wir nennen das die absolute Loser-Position. Warum Loser-Position? Sie zahlen dafür einen maximalen Preis, Sie sind wieder nicht mit sich selber verbunden. Sie können überhaupt nichts bewirken, weil Sie in einem Raum sind, wo Sie nichts bewirken können. Da sind Sie gar nicht zuständig. Da können Sie nichts bewirken. Im Gegenteil, Sie hindern noch den Herrn X mit seinem eigenen Selbst verbunden zu sein, weil Sie sich dazwischen stellen. Können Sie es erkennen? Und fühlt sich das jetzt noch so gut und richtig an? Nö. Und hatten Sie eine alternative Idee, wo Sie hingehören könnten? Also jetzt ist es tatsächlich so, dass ich da gerne raus möchte Ja. und mich hier hinstellen möchte, um da erstmal rauszukommen. Und da gibt es eben einen Da klärenden mal Satz Abstand zu zu dem kriegen. Herrn X. Es ist gar nicht meine Aufgabe, dir dein Selbst nahezubringen. Ist gar nicht meine Aufgabe, dir dein Selbst nahe zu bringen. Du hast ein wunderbares, wahres Selbst. Das ist ein wunderbares, wahres Selbst.
Und ob und wie du damit verbunden bist, ist allein deine Verantwortung. Und ob und wie du damit verbunden bist, ist allein deine Verantwortung. Ich bin da gar nicht zuständig. Ich bin da gar nicht zuständig. Ist das für Sie, wenn Sie das sagen? Da kam so ein kleiner Satz hinterher, obwohl ich so gern wollte. Es fühlt sich so liebevoll an, so selbstlos, als würde man dadurch so etwas Gutes tun. Ja. Und das ist Ja. das Verwirrende da, dass Ihr Ja. Gefühl wirklich verwirrt. Und das müssen Sie glasklar erkennen, sonst kommen Sie nie aus diesem Muster aus. Jetzt gibt es aber noch eine andere Variante. Stellen Sie mal den Herrn X zwischen sich und Ihr eigenes Selbst. Also sich und Ihr Selbst stellen Sie parallel zur Grenze. Sich und Ihr Selbst stellen Sie nochmal parallel zur Grenze, genau. Und dann steht jetzt der Herr X zwischen Ihnen und Ihrem Selbst. Dann legen Sie mal einen Finger auf Ihr wahres Selbst. So, als würden Sie sich mehr nach ihm orientieren als nach Ihrem wahren. Auf das rote Klötzchen müssen Sie den Finger legen. Das ist ja die Vivian von heute. Und wenn es vertraut ist, dass der Herr X in Ihrem eigenen Raum ist, dass er Ihnen näher steht als Ihr eigenes wahres Selbst. Ah, da kam direkt der Satz, du, mein Lieber, da gehörst du gar nicht hin. Ja, also es kann durchaus ambivalente Gefühle auslösen. Es kann auf der einen Seite so ein schönes Gefühl von Nähe, von Harmonie auslösen. Gleichzeitig, und ich betone, gleichzeitig kann es auch starke Aversion auslösen, weil es hindert sie halt daran, mit ihrem eigenen wahren Selbst verbunden zu sein. Und dann wird der Partner zum Trojaner, er wird zum trojanischen Pferd, er wird eine fremde Energie, die sie daran hindert, mit ihrem wahren Selbst verbunden zu sein. Können Sie so diese Ambivalenz spüren? Und es kommt noch erschwerend etwas dazu. Der Herr X hat mit Sicherheit Probleme. Dafür brauchen wir jetzt einen blauen Würfel. Und jetzt legen Sie mal diesen blauen Würfel zwischen sich und den Herrn X. Das würde dann symbolisieren, dass sozusagen seine Probleme in ihrem Zuständigkeitsbereich sind und es ihnen das vertraut, dass sie sich zuständig fühlen für seine Probleme. Ja. Als hätte das was mit Ja, Liebe. das sage ich auch. Ich möchte, was kann ich dir abnehmen? Und genau. Und dann stellen sich mal sogar dieses rote Klötzchen auf diese Probleme drauf, auf den blauen Würfel drauf und schauen Sie mal, ob Sie das auch kennen. Ja. Dann wird Ihre Beziehung zu ihm sozusagen bestimmt dadurch, dass Sie sich zuständig fühlen für seine Probleme. Es kann Ihnen die Illusion geben, dass Sie dadurch wertvoll sind für ihn. Da sprechen Sie das aus, ja. Und es kann sogar sein, dass Sie sich das wünschen würden, dass Sie unentbehrlich wären. Und das wäre sehr fatal, denn wenn Sie unentbehrlich sind für ihn, dann werden Sie ja zu einer Prothese für ihn. Dann muss er ja behindert sein, damit er diese Prothese benutzen muss. Und bei diesem Beziehungsmuster kann es dann sein, dass er immer unselbstständiger wird, immer abhängiger, immer hilfloser. Und Sie werden immer dominanter. Und die Frage ist, ob Sie das wollen, einen Partner, der immer hilfloser wird und unselbstständig. Nee. Aber das wäre genau die Folge von diesem Beziehungsmuster. Und es könnte sein, dass Sie dann das vielleicht sogar das Glück haben, so einen Partner zu finden, der in diese Rolle sich einfindet. Aber das wäre für Sie beide natürlich schrecklich. Können Sie das mit Ihrem Verstand erkennen? Ja, da möchte ich nicht hin. Also das ist eine Strategie, die Sie da anwenden in so einer Beziehung, wenn Sie ihn in Ihren eigenen Raum nehmen. Da gibt es noch eine andere Strategie. Nehmen Sie mal das grüne Klötzchen, das was Ihre Lebendigkeit und Vitalität betrifft. Das legen Sie mal neben diesen blauen Würfel auf den Tisch. Dann packen Sie mal die Probleme von Herrn X auf Ihren grünen Würfel drauf. Die rote geht nochmal kurz auf die Seite.
Und schauen Sie, ob Sie das kennen, dass seine Probleme Ihre Lebendigkeit, Ihre Vitalität belasten. Und es kann sogar umgekehrt sein, dass Sie sogar Ihre eigene Lebendigkeit verleugnen und unterdrücken, um entweder sich zu schützen vor Verletzungen oder um mehr für den anderen sein, da sein zu können, um ihn vielleicht auch nicht zu belasten mit ihren eigenen Lebendigkeiten, mit ihrer eigenen Vitalität, um ihn zu schonen. Und kommt ihm das vertraut vor? Das wäre so dieser Aspekt der Selbstverleugnung, der Selbsterniedrigung. Und dann stellen Sie mal die rote Vivien wieder oben drauf. Das ist die Vivien, die dazu tendiert, sich selber zu verleugnen, um sich zu schützen vor dem Partner oder um ihn zu schonen oder für ihn wichtig zu sein. Und dazu gehen sie gleichzeitig auf eine höhere Ebene. Das sieht man da, dass sie auf einer höheren Ebene sind. Das kann sein eine rationale Ebene, das kann sein eine spirituelle Ebene. Das können Fantasiewelten sein, in die sie sich zurückziehen, um dieses ganze, den ganzen Schmerz, den eigenen Schmerz gar nicht so spüren zu müssen. Umgekehrt haben Sie, sind Sie mit Ihren Antennen mehr draußen bei den anderen, beim Herrn X zum Beispiel, um zu spüren, was braucht er gerade, damit Sie sich danach orientieren können. Und es gibt Ihnen da die Illusion, dass Sie für den anderen wertvoll sind. Also Ihr Wert ist weniger aus sich selbst heraus, denn mit Ihrem wahren Selbst sind Sie ja gar nicht verbunden, sondern daraus, dass Sie für den anderen wertvoll sind, dass Sie etwas leisten. Das ist aber ein illusionäres Selbstwertgefühl, was zudem brüchig ist, denn meistens ist es mit einer Selbstüberforderung verbunden. Das kann man gar nicht leisten. Und wenn das dann nicht klappt, was gar nicht klappen kann, dann kann es sein, dass Sie sich noch dafür abwerten, als hätten Sie nicht genug getan. Ja. Das kennen Sie. Also dieses brüchige Ja. Selbstwertgefühl und diese Selbstverleugnung, das sind so Aspekte Ihrer Überlebensstrategie, Ihres Lebensprogramms, was Sie da in Ihrer Beziehung anwenden. Und das kommt nach meiner Vermutung her aus dieser Beziehung, Beziehungserfahrung mit dem Zwilling. Da ist das so entwickelt worden, da passt das hin. Aber das, was gelernt ist, gelernt, das wendet man dann in anderen Beziehungen ebenfalls an. Und das Verwirrende daran, das erleben Sie immer wieder und das führt dann immer wieder zur Enttäuschung. Ja. Und wenn Sie jetzt erkennen, So ist es. dass das Ihr unbewusstes Programm ist, bisher waren Ihnen das hier gar nicht bewusst. Durch die plötzliche Methode kann man das sozusagen rekonstruieren und dann kann einem das bewusst werden, auch wie komplex das Ganze ist, wie diese einzelnen Elemente da miteinander verbunden sind. Wenn Sie das jetzt erkennen, dass es heute Ihr Programm ist, dann könnten Sie das heute löschen, damit es in Zukunft nicht mehr wirksam ist. Bisher konnten Sie das weder erkennen noch bearbeiten noch löschen. Ist auch relativ therapieresistent. Sie haben sicher schon einiges probiert, ohne großen Erfolg wahrscheinlich. Und jetzt haben Sie die Chance, das zu löschen. Was halten Sie davon? Bin ich sofort dabei. Als erstes holen Sie mal die Vivien von heute da oben aus dieser windigen Höhe herunter und stellen Sie mal neben Ihr wahres Selbst. Dann brauchen wir einen Ersatz für dieses magisch-grandiose Selbst, wie wir es nennen. Da brauchen wir ein überlanges, schlankes, rotes Klötzchen. Schauen Sie mal, ob Sie sowas in Ihrem Repertoire haben. Das stellen Sie oben auf diesen Turm, auf den blauen Würfel. Das hier ist ja Ihr Überlebensprogramm, Ihre Strategie in der Partnerschaft. Und da gehört das hin. Es liegt aber immer noch die vitale Vivien platt unter diesen Themen, die ja eigentlich mit ihrem Wesen gar nicht vereinbar sind. Und da können Sie auch jetzt diese lebendige, vitale Vivien befreien aus dieser Traumasituation, indem Sie das ersetzen, diese Tendenz zur Selbstverleugnung durch einen grünen Würfel. Diesen grünen Würfel legen Sie neben die liegende grüne, vitale Vivien. Dann können Sie selber diese liegende vitale Vivien befreien, indem Sie diesen ganzen Turm verschieben auf den grünen Würfel. Dann legen Sie mal einen Finger auf die grüne vitale Vivien. Wie geht es dir jetzt, wenn Sie sie befreit haben von dieser Belastung, von diesem Problem des Partners?
Spürt ihr eine Veränderung, wenn sie da gar nicht mehr zuständig ist? Also die ist so unabhängig irgendwie. Jetzt, die ist noch so ein bisschen unklar leer, ist ungewohnt, Ja, aber ist ungewohnt. da ist nichts drauf. Also diese Ja. Freiheit, die kennt sie nicht so, dass sie da gar keine Aufgabe hat, ja, gar keine Aufgabe hat, ja, dass sie gar keine Pflicht hat, das kennt sie gar nicht. Und aber sie da könnte sich vielleicht dran gewöhnen. Und sie können diese kleine, diese vitale Vivien selber aufklären. Sie können ihr sagen, du bist da nicht zuständig, du bist der ganze Ort schuld. Du bist dann nicht zuständig und was war das Du andere? bist ganz unschuldig. Du bist ganz unschuldig. Ich brauche dich hier und jetzt für meine Lebendigkeit. Ich brauche dich hier und jetzt für meine Lebendigkeit. Kommt es an bei der liegenden Vivian, wenn sie das hört? Die ist immer noch so ganz leer. Die ist so ganz, was ist denn das hier? Also sie kennt es nicht anders. Sie war ja schon mit dem Zwilling, war sie schon in der gleichen Position. Sie hat es noch nie anders erlebt. Keiner hat es überhaupt gesehen und verstanden. Sie selber ja auch nicht, wie blockiert sie da selber ist. Aber vielleicht, wie wäre es denn für Sie, wenn Rot und Gelb sie da abholen aus dieser Konstellation? Ja, dass die in eine andere Position auch kommt. Und was halten Sie davon, wenn Rot und Gelb die Kleine abholen? Ja. Dürfen doch mal Rot und Gelb dahin gehen und sie abholen. Die nehmen sie zwischen sich, holen sie dann aus dieser ganzen Traumazone raus. Zwar so auf Abstand, die schieben sie mal vielleicht so ganz vorne links zu sich. Die drei Klötzchen, nein, nein, nicht das, sondern die drei Klötzchen von Vivian. Von ganz nach links. Diesen Turm, den schieben Sie mal zu dem Partner und zu seinem Selbst. Das ist sozusagen das Trauma-Konglomerat, nach dem Sie sich bisher orientiert haben, ohne dass Ihnen das bewusst war. Und zu diesem Programm hatten Sie selber gar keinen Zugangscode. Durch diese Klötzchenmethode ist jetzt bewusst geworden und wir haben alles das aus diesem Trauma-Konglomerat herausgelöst, was Sie tatsächlich heute brauchen, um Ihr Leben zu bewältigen. Das grüne und das gelbe Klötzchen, rote Klötzchen. Und das andere ist eigentlich entbehrlich. Das ist eigentlich nur Stress, weil es nicht vereinbar ist mit Ihrem Wesen. Dann können Sie das aus dem Sichtbereich herausschieben, so Richtung PC. Schauen Sie mal, wie es ist, wenn Sie es so nach hinten rechts unter dem PC Das schieben. hier? Ja, nach hinten rechts von Ihnen aus. Hier unter dem PC. Weg von sich. Ganz weg. So. Oder in Richtung PC. Ich weiß nicht, wie weit geht der Tisch da? Ja, Dann genau. hier. Und Dann diese dahin. vorwitzige Grandiose, die können Sie auch gleich runterholen, hier von Ihrem Sockel herunterholen. Und gelb und blau können Sie auch dazustellen. Das ist ja alles der Partner, mit dem ich in Ihren Raum. Und das können Sie jetzt abdecken durch eine Sichtblende. Durch eine was? Eine Sichtbrille? Sichtblende, Sichtblende. Schauen Sie mal, ob das hält. Ja. Das Dumme ist jetzt, das verstellt mir auch den Blick auf das Feld. Vielleicht können Sie so ein bisschen kippen oder so. Ja, genau. Und die Grenze können wir vorübergehend mal auf die Seite legen. Und dann legen Sie mal einen Finger auf die rote Vivien von heute. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn alle diese Elemente nicht mehr in Ihrem Raum sind? Die A mit ihrem Wesen nicht vereinbar sind und B gar nicht in die Gegenwart gehören. Es fühlt sich selbstständig an. Ich glaube, selbstständig ist der richtige Ja. Begriff. Jetzt nicht dieser Schmerz dabei, sondern es ist irgendwas, hier ist was verbunden und ich fühle mich, das Neuland, Ja. aber es ist selbst. Es ist ungewollt. Und es ist unberechenbar. Da könnte etwas Ja, auf Sie zukommen, was Sie keine gar Ahnung, nicht, was da kommt. was Sie, genau. Und es kann sein, dass Sie so eine Tendenz haben, dass Sie das neue Unberechenbare gerne vermeiden. Also es macht auf jeden Fall so ein bisschen Respekt, Angst, Ja. genau. Das dahinter ist so ein bisschen, ist das richtig so? Genau.
kann mir jetzt was passieren, Ja, genau. wo Und da komme gibt es ich denn den jetzt hin? Controlletti, wir nennen den Controlletti, der sagt ihnen: Mädel, pass auf, du hast zu viele Enttäuschungen erlebt. Bevor dich auf was Neues einlässt, verzichte lieber drauf, dann kannst du diese Enttäuschung ersparen. Kennen Sie sowas von sich? Auch, ja. Und die Wirkung ist dann, dass Sie sich lieber an der alten Scheiße festhalten, denn die kennen Sie. Die kann Sie nicht mehr enttäuschen, weil die Sie schon maximal enttäuscht hat, ja? Kann Sie nicht zusätzlich enttäuschen. Das Neue, was vielleicht viel besser wäre, geht dann ungenutzt an Ihnen vorbei. Das wäre die Wirkung von diesem Controlletti, wenn Sie sich nach dem orientieren. Es fällt Ihnen da irgendwas aus dem Ohr? Der kleine Ja, Mann das ist fällt der Ihnen aus dem Ohr? Kopfhörer. Der Controlletti, den haben Sie vielleicht im Ohr installiert, der kleine Mann im Ohr. Jedenfalls, Sie müssten sich von diesem Controlletti distanzieren, damit Sie sich auf was Neues einlassen können. Und ich könnte Ihnen verraten, wie Sie ihn austricksen könnten. Er macht ja jetzt schon seit geschätzt 30 Jahren Überstunden bei Ihnen. Und er hat sich doch mal sicher einen Urlaub verdient, zum Beispiel auf Bali. Dann ziehen Sie ihn doch mal nach Bali, und wenn er unten die Haustür verlassen hat, sind Sie beide ungestört. Und Sie können sich auf etwas einlassen, was Sie schon lange nicht mehr gemacht haben, dass Sie sich auf etwas Neues einlassen, obwohl Sie es noch nicht kennen. Sie sind erwachsen, wenn Sie merken, es taugt nicht, können Sie sich mal wieder ablegen, aber Sie können sich zumindest mal darauf einlassen. Was halten Sie davon? Bin ich dabei? Dann werfen Sie mal einen Blick auf dieses wahre Selbst, dieses gelbe Klötzchen. Und die Grüne, die können Sie mal ein bisschen auf die Seite stellen, die stört im Augenblick ein bisschen. Und dann, wäre also eine Vivian, die ihren Wert und ihre Würde in sich selber hat, so wie eine Rose ihre Würde hat, einfach dadurch, dass sie eine Rose ist. Können Sie sich vorstellen, dass es so eine Vivian gibt? Zurzeit noch nicht so ganz. Ja. Also ich bin davon überzeugt, dass es sie gibt, und Sie werden sie heute kennen. Kann es aber sein, dass in Ihrer Familie diese Vivian gar nicht so wahrgenommen wurde, vielleicht auch gar nicht so erwünscht war. Ja, genau. Und weil man meistens sich unbewusst anpasst an die Sichtweise der Familie, können Sie jetzt mal symbolisch die Brille dieser Familie ablegen. Dann schauen Sie mal mit Ihren eigenen Augen auf dieses wahre Selbst. Gibt es an dem etwas auszusetzen? Nee. Also das wahre Selbst, das ist ja im Grunde so Ihr gesunder Wesenskern. Wir nehmen ja an, dass unser Leben zwar durch die Eltern kommt, aber dass es eigentlich die Erde ist, die uns das Leben gibt, die uns trägt und nährt bedingungslos. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir auf diese Art und Weise Teil sind eines größeren schöpferischen Ganzen, dann gibt uns das eine Würde und einen Wert. Dann spielt es gar keine Rolle mehr, was wir leisten oder was die anderen von uns denken. Können Sie es nachvollziehen? Ich muss gestehen, das ist mir tatsächlich seit einigen Jahren total fremd geworden. Ja. Ich kenn das noch und weiß ich nicht wann, aber wenn Sie das jetzt so gerade aussprechen, merke ich, wow, es ist mir sehr fremd geworden, dieses Bewusstsein. Also es ist ein altes Wissen. Es war in allen spirituellen Traditionen beides bewusst. Die C.G. Jung hat es auch übernommen. Für ihn ist es der göttliche Funke in uns, dieses Selbst. Und auch die humanistische Psychologie verwendet diese Vorstellung. Und das ist allerdings in unserer Gesellschaft ist es etwas fremd. Das hängt damit zusammen, dass mit diesen monotheistischen Religionen, die annehmen, dass man, da glaubt man ja an einen allmächtigen Gott, eine männliche Figur, der angeblich die ganze Welt erschaffen hat. Und das ist sowieso eine bizarre Vorstellung. Die alternative Vorstellung, die wäre, dass Gott und die Natur physisch eins sind. Gott ist die Natur. Die Natur ist Gott. Und dann ist auch in uns sozusagen ein göttlicher Funk. Eine ganz andere Sichtweise. Mit Schöne dieser Sichtweise. monotheistischen Funktion, da gehört auch noch dazu, diese Aufforderung: Macht euch die Erde untertan. Und jemand hat die Verwirrung der menschlichen Spezies so beschrieben:
Diese Spezies glaubt an einen allmächtigen Gott, von dem sie annimmt, dass er die Welt erschaffen hat. Und gleichzeitig zerstören sie die Erde, die eigentlich die Lebensvoraussetzung ist für sie selber. Das ist die Verwirrung dieser Spezies. Und das hängt mit diesen monotheistischen Religionen zusammen. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Aber das wird immer deutlicher, wie verwirrend, wie zerstörerisch diese Vorstellung ist. Die ganzen Krisen, die wir gerade erleben, die hängen alle mit dieser Verwirrung zusammen. Und jetzt für die individuelle Heilung ist es gut, wenn man sich auf diesen göttlichen Funken in uns bezieht, auf ihren eigenen Wesenskern. Ja, und gibt es an dem was auszusetzen? Nee, ganz und gar nicht. Ein Ja. wunderbares Bild. Dann könnte ich da stellvertretend für Ihr wahres Selbst zu Ihnen sagen: Hallo, Vivian, ich bin dein wahres Selbst. Da gibt es deine Beziehung mit dem Herrn X, es gab seine Probleme, aber das alles hat mit dir heute nichts zu tun und heute bin ich ganz für dich da und ich bin nur für dich da. Wie kommt es an bei Ihnen, wenn Sie das hören? Gut. Ja. Dann können Sie Ihrem Selbst erklären, warum Sie nicht schon längst Verbindung hatten damit und wie es ausschaut, sind Sie ja halt noch so verklebt mit diesen anderen Themen, dass Sie selber dieses wahre Selbst gar nicht wahrnehmen konnten. Wenn das für Sie stimmig ist, können Sie zu Ihrem wahren Selbst sagen, anscheinend war ich noch so verklebt mit den anderen Problemen, dass ich dich bisher gar nicht wahrnehmen konnte. Anscheinend war ich mit den anderen Problemen so verklebt, dass ich dich bisher gar nicht wahrnehmen konnte. Mit dir hatte das nichts zu tun. Mit dir hatte das selbst nichts zu tun. Das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Wie fühlt sich das an, wenn Sie das sagen? Der Fokus rückt sehr deutlich auf Ja. dieses wahre Selbst. Und ist es für Sie stimmig, wenn Sie das sagen? Ja, da möchte ich gerne hin. Und was für ein Gefühl entsteht, wenn Sie das sagen? Also auch dadurch, dass ich das irgendwie gerade so wie in Händen halte, hat das was sehr Wertvolles. Ja. Selbstfürsorge. Nun haben wir ja gesehen, dass Sie eine Tendenz haben, sich selber zu verleugnen, um sich zu schützen, um andere zu schonen oder um für andere wertvoll zu sein. Auch das müssten Sie dann Ihrem Selbst mitteilen. Anscheinend habe ich selber die Tendenz, dich zu verleugnen, Anscheinend habe ich selber die Tendenz, dich zu verleugnen, um mich zu schützen vor Verletzungen, um mich zu schützen vor Verletzungen, um andere zu schonen um andere zu schonen oder um für andere wertvoll zu sein. oder um für andere wertvoll zu sein. Auch das hat mit dir gar nichts zu tun. Auch das hat mit dir gar nichts zu tun. Das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das sagen? Ist das stimmig für Sie? Ja. Was für ein Gefühl kommt da? Das ist eine Abgrenzung zum Außen. Also es ist ein immer mehr Ankommen bei diesem Selbst. Also es erleichtert Ihnen dann, sich abzugrenzen gegenüber anderem, was Sie möglicherweise bisher überschätzt haben. Ja, es bekommt eine Form von Selbstverständlichkeit. Ja. Nun gibt es noch einen weiteren Aspekt. Kennen Sie das von sich, dass Sie dazu neigen, diese Probleme, die Sie ja von sich kennen, diese Beziehungsprobleme, dass Sie selber sich dafür verurteilen? Absolut, das ist immer meine Absolut. Schuld. Das ist insofern fatal, denn wir haben ja gerade dieses traumabezogene Programm rekonstruiert, was sie heute noch bestimmt. Und die einzige Alternative wäre ja eine Orientierung an ihrem eigenen Wesenskern. Wenn sie es aber selber irrtümlich ihr eigenen Wesenskern beschuldigen dafür, verantwortlich machen für ihre Probleme, dann verbauen sie sich selber diese Alternative. Dann macht klappt die Falle zu. Können Sie es erkennen? Ja, macht Sinn. Und schauen Sie mal, ob Sie Ihrem Selbst sagen können, anscheinend habe ich unbewusst selber irrtümlich dich verurteilt für meine Probleme. Anscheinend habe ich selber dich irrtümlich verurteilt für meine Probleme. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das sagen?
Ich merke, dass ich da noch reinwachsen muss, aber es macht einfach grundsätzlich Sinn. Aber das ist, glaube ich, nochmal so eine Stufe, die da braucht es noch irgendein Verständnis für. Naja, es ist ja auch schmerzlich. Sie wollen ja Was ist perfekt. denn genau die Frage, die aufkommt, ist ständig, was ist denn dann verantwortlich dafür, dass? Es gibt auch Schicksalhaftes. Okay. Dieses Trauma damals, das hatten sie sich nicht ausgesucht, diese Beziehungserfahrung mit dem Zwilling, das haben sie sich nicht ausgesucht, das ist etwas Schicksalhaftes und das hat sie geprägt, hat ihr Beziehungsmuster geprägt. Und das ist die Ursache für diese Probleme, die dann entstehen in anderen Beziehungen. Aber dafür müssen sie nicht ihr selbst verantwortlich Okay. machen. Und diese Einsicht kann natürlich auch schmerzlich sein, weil sie wahrscheinlich den Anspruch an sich haben, perfekt zu sein und fehlerlos. Und wenn sie dann erkennen, dass sie dann möglicherweise etwas fehleingeschätzt haben, dann kann das auch sehr kränkend sein. Und es ist dann nicht so leicht, dazu zu stehen, aber es ist die einzige Chance, um doch noch zu einer Verbindung mit diesem wahren Selbst zu kommen. Können Sie es nachvollziehen? Ja. Und jetzt legen Sie mal einen Finger auf Ihr wahres Selbst, ob Ihr wahres Selbst Ihnen böse ist dafür, dass Sie es verleugnet haben und dass Sie es sogar irrtümlich verurteilt haben. Ja. Ja, dann projizieren Sie das auf Ihr wahres Selbst. Sie fühlen sich schuldig und das projizieren Sie auf Ihr wahres Selbst. Ich kann Ihnen sagen, Ihr Selbst, ich habe noch nie erlebt, dass das wahre Selbst böse ist in so einer Situation. Im Gegenteil, wenn es irgendwo bedingungslose Liebe gibt, dann bei diesem wahren Selbst. Und bedingungslose Liebe heißt, diese Liebe gibt es gratis. Sie müssen dafür nichts leisten. Sie müssen noch nicht einmal brav und gehorsam sein. Können Sie sich sowas überhaupt vorstellen, dass es so etwas gibt? Für Vivian. Doch, ja, vorstellen kann ich mir das, weil es so Momente auch in meinem Leben gibt. Und ich verstehe auch, dass ich das selber darauf projiziere. Das Das verstehe ist dieser Perfektionismus, ne? ich. Genau. Ja. Und dann könnten Sie mal die Verbindung spüren mit diesem wahren Selbst. Davor allerdings wäre es gut, wenn Sie symbolisch nochmal die Achtung nachholen für Ihr wahres Selbst, indem das rote Klötzchen sich leicht verneigt vor dem gelben Klötzchen. Und gleichzeitig stellen Sie sich vor, dass Sie sich innerlich verneigen vor Ihrem wahren Selbst, drei Atemzüge lang. Das spüren Sie mal in sich hinein. Wie fühlt sich das an, wenn Sie sich innerlich verneigen vor Ihrem wahren Selbst? Irgendeine Leere ist da, kann die nicht greifen. Ja, die Leere heißt ja, dass alles, was stört, gar nicht da ist. Okay. Also in der spirituellen Tradition gibt es ja diese Meditation und da geht es darum, diese Leere zu spüren. Okay. Und Sie spüren jetzt diese Leere und es kann sein, dass Ihnen das ungewohnt ist, Sie erschreckt. Aber das ist diese Leere, die in sich vollständig ist, ohne dass sie etwas anderes braucht. Man könnte auch sagen, das ist das Sein, das allein schon so seinen Sinn in sich hat. Und statt wie bisher mit Ihrem Trauma oder mit fremden Traumen sich zu identifizieren, könnten Sie zur Abwechslung einmal Probe verschmelzen mit Ihrem wahren Selbst. Nehmen Sie mal rotes und gelbes Klötzchen zusammen. Legen Sie mal einen Finger quer drüber, spüren Sie mal in sich hinein, wie fühlt sich das an, wenn diese beiden Elemente eins werden, die so lange Zeit getrennt waren. Ja, das ist, also was jetzt ganz spontan intensiv kommt, das ist ja wie die Beziehung mit meinem Zwilling. Das ist eine Verbindung, eine Verbundenheit. Also. Das ist das, wonach ich mich immer Ja, sehne. genau. Und das und dieses wahre Selbst ist eben unverlierbar, unzerstörbar.
Das ist das, was sie wirklich vollständig macht. Und wenn man einen Zwilling hatte, dann kann man oft, hält man irrtümlich immer den Zwilling für das, was einen vollständig macht. Das prägt dann das eigene Beziehungsmuster. Das ist schön, das sagen viele, dass sie sagen, es fühlt sich an wie der Zwilling, aber das ist eben nicht der Zwilling, sondern das ist ihr eigenes wahres Selbst, unverlierbar und zerstörbar. Der göttliche Funke. Ein Zwilling, der kann sterben, den kann man verlieren. Das ist dann, dann fühlt man sich wie amputiert. Aber wenn sie gar nicht den Zwilling sich als Teil von sich selber erleben, sondern als etwas Getrenntes und dafür dieses wahre Selbst als das, was sie vollständig macht, dann kann ihnen so eine Verletzung, so ein Verlust gar nicht mehr passieren. Und spüren Sie mal in sich hinein, ob Sie eine Veränderung bemerken in sich selber. Also das hat jetzt gerade Priorität sozusagen. Ich denke, ist das jetzt gerade wichtiger. Ja. Ja, und Sie können, wenn Sie so verbunden sind mit ihrer Essenz, mit Ihrem eigenen Wesen, dann können Sie in sich selber hineinspüren und schauen, ob Sie da eine Veränderung bemerken. Was bewegt sich da innerlich? Nee, kann ich gerade nichts Okay. benennen. Aber vielleicht haben Sie so eine Ahnung von diesem Zustand auch früher schon mal bekommen, dass es sowas gibt? Eine Selbstverbindung in der Ja. Natur oder manchmal im Ausland, weit weg von zu Hause? Ja, genau. Aber es ging immer wieder verloren. Damit das diesmal nicht verloren geht, müssten Sie lernen, genau zu unterscheiden zwischen dem, was wirklich zu Vivien gehört und was gar nicht dazu gehört. Das betrifft alle Elemente auf der anderen Seite der Sichtbild. Nehmen Sie mal die Sichtblende weg. Nein, da steht ja eine Sichtblende vor den Klötzchen. Ach, die Sichtblende. Das haben Sie schon ganz vergessen, dass da ja so Klötzchen stehen von der Partner und sein Problem. Die Klötzchen können Sie mal ein bisschen näher holen, das ist in den Sichtbereich. Und die Grüne, die kommt natürlich zu Ihnen drüber. Die Grüne, das ist ja, das steht dann so ganz links. Das erste Element, was wir da untersuchen, das ist, schauen wir mal, gab es auch Verletzungen durch den Partner? Seelische, Emotionale? ja. Ja. Emotionale, ja. Dann nehmen wir mal einen roten Würfel für diese Verletzungen, die Sie erlebt haben durch den Partner. Und es kann sein, dass Sie denken, dass auch Sie dafür verantwortlich sind und dass Sie dass das zu Ihrer Orientierung gehört. Wie können Sie jetzt sehen, dass es das gar nicht zu Ihrer Orientierung gehört, hier und heute? Nee, noch nicht. Also das hindert Sie ja daran, mit Ihrem wahren Selbst verbunden zu sein. Wenn Sie diese eigenen Verletzungen sind ja auch ein Teilaspekt dieses ganzen Traumakonglomerats. Also es gehört schon eindeutig hier rüber, Ja, nicht hier. genau. Und das ist sozusagen der Kristallisationskern, um den sich herum die ganzen anderen Elemente angelagert haben, sodass dann dieses Konglomerat entstanden ist. Und diese Verletzungen durch den Partner sind die, brauchen Sie die heute noch für Ihre Orientierung? Nee. Bedarf das Stoppen, Rot, Gelb oder Grün? Wer das stoppen darf? Ja. Rot. Okay, dann nehmen Sie die linke Hand rot, die Vivien von heute. Die rechte Hand nehmen Sie den roten Würfel, diese Verletzung durch den Partner. Und die stellen Sie beides auf die vordere Tischkante weit auseinander. Und dann können Sie symbolisch mit der Vivien von heute das Trauma von damals stoppen mit einem kräftigen Stopp. Ja. Genau. Die Kraft dazu, Sie haben das Recht dazu, das wäre der gesunde Schutzreflex. Wenn das funktioniert, wissen Sie besser, wer Sie sind, wer Sie nicht sind, dann wird das Leben einfacher. Und das ist genauso gesund wie bei den Raubtieren. Welches Raubtier fällt Ihnen da ein?
Welches Raubtier, wie bitte? Raubtier, die machen ja ihr Territorium, man halten ihr Territorium frei von Artgenossen, damit sie selber Beute machen können. Schützen sozusagen ihr Löwe. Territorium. Und welches Raubtier fällt Ihnen da ein? Der Löwe. Beim Löwenschrei das Trauma stoppt. Ja. Sie können das Trauma schon vorbeugen, stoppen, bevor es überhaupt die Chance hat, in den Raum zu kommen. Sie müssen einfach schneller sein als das Trauma. Stopp. Ja, genau. Das war's. Nochmal. Stopp. Ja, wie geht's Ihnen dabei? Super. Ja. Ist gut. Es kann sein, dass Sie das gar nicht von sich kennen, dass Sie Ihre Kraft so gezielt und geballt und gerichtet einsetzen. Nee. Diese Kraft hat eigentlich die Aufgabe zu erkennen, was mit Ihrem Wesen nicht vereinbar ist. Und wenn Sie das aus Ihrem Raum entfernen, dann können Sie optimal Sie selber sein. Wenn Sie jetzt aufgrund von belastenden Erfahrungen Elemente gespeichert haben in Ihrem Raum, die gar nicht mit Ihrem Wesen vereinbar sind, dann ist diese Kraft verwirrt und dann ist die Kraft gelähmt oder blockiert oder richtet sich gegen Sie selber und dann bekommen Sie Selbstwertprobleme, Schuldgefühle, Ängste oder werden krank. Sobald Sie jetzt die Kraft wieder einsetzen, für Ihre Interessen gezielt und gerichtet, dann machen Sie eine neue Erfahrung. Sie sind nicht mehr ohnmächtig und gelähmt, sondern Sie sind handlungsfähig. Und das ist einfach geil. Das löst Glückshormone Ja. aus. Schauen Sie mal, ob Sie das spüren können. Nochmal mit Löwenschrei. Ja. Stopp. Ja. Stoppen Sie nochmal mit Löwenschrei. Stopp. Ja. Stopp. Ja. Und dann legen Sie jetzt mal einen Finger auf die grüne vitale Vivien. Sie lag ja bis vorhin platt unter diesen ganzen Themen, gelähmt und ohnmächtig. Und wenn die jetzt sieht, man kann das stoppen. Da gibt es sogar Glückshormone und die sind besser als Drogen. Dann möchte die vielleicht auch gerne Glückshormone spüren. Darf sie das? Na klar. Dann schauen Sie mal, ob Sie sich das, wie es dir dabei geht, wenn sie das jetzt stoppt. Nehmen Sie mal die grüne nach vorne. Und dann und die rote stellen Sie mal zurück. Und dann schauen Sie mal, ob die Grüne bereit ist, dieses Trauma von damals zu stoppen oder ob sie sich das noch nicht traut, ob sie Erlaubnis braucht. Doch, 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 Traut doch, sich. doch. Und sie schafft es auch alleine. Dann darf sie es schon mal ausprobieren. Ja, genau. Nochmal. Ja, wie geht's dir da? Und mit Löwenschrei. Stopp. Super. Super, ja, Ja, prima. mit Löwenschrei. Ja. Also, das ist erstaunlich, wie schnell diese vitale Seite, die bisher so gelähmt und ohnmächtig war, wie schnell die vital wird. Und weil sie am meisten gelitten hat und in diesem Trauma, dann gönnen wir ihr doch den Triumph, dass sie es ist, dieses Trauma für immer vom Tisch haut mit einem ultimativen Lüft. Wie geht es Ihnen dabei? Super, prima, braucht es nicht mehr. Als nächstes nehmen wir den grünen Würfel. Das ist Ihre Tendenz zur Selbstverleugnung, sich selber klein zu machen. Das kennen Sie aus Ihrem heutigen Verhalten in Beziehungen. Und brauchen Sie das heute noch für Ihre Orientierung? Nee, muss weg. Es ist ja so, als hätte man dem Löwen einen Maulkorb verpasst, als hätte man ihn gefesselt. Und ein Löwe fühlt sich nicht wohl mit Maulkorb, mit Fesseln, er möchte gerne frei sein. Ja. Und wer darf denn diese Strategie der Selbstverlockung stoppen? Rot, Gelb oder Grün? Gelb. Schauen Sie mal, wie sich das anfühlt, wenn Gelb das stoppt. Wie geht es Ihnen dabei? Bitte? Wie geht es Ihnen dabei? Habe ich keine Worte dafür, aber es ist selbstverständlicher geworden. Also, wenn Sie Bedenken haben, dann könnten Sie nochmal den gesunden Menschenverstand befragen, was der dazu meint. Also, das Gelb braucht gar nicht so viel Gewalt. Die wird einfach sagen, ich brauche dich nicht. Nee, also das jetzt alle diese Elemente haben diese Tendenz, dass sie heimlich durch die Hintertür wieder reinkommen. Und wenn man so liebevoll und Okay. sein möchte, dann fehlt sie die Klarheit. Dann kann es sein, dass tatsächlich diese Elemente wieder durch die Hintertür reinkommen. Dann ist diese Entschiedenheit wichtig, diese Klarheit so entschieden wie mit einem Schwertschlag, dass man da einfach die Verbindung durchtrennt.
Das ist nämlich immer die grüne Vitale. Vivian, für die war das ja so, als hätte man ihr da einen Maulkorb verpasst, als hätte man sie gefesselt und man kann sich vielleicht daran erinnern. Und jetzt hat sie die Chance, sie ist ja nicht mehr die kleine Hilflose von damals, sie kann sie jetzt befreien. Was hält sie davon? Ja, da ist mehr Power. Ja, dann darf sie es mal stoppen, mal ihre Kraft zeigen. Ja. Stopp! Ja, mit Löwenschein. Ja. Wie geht's Ja, Ihnen da dabei? geht's besser. Ja. Viel besser. Jetzt kommt das nächste Thema, das ist dieses magisch-grandiose Selbst. Dieses schlanke rote Klötzchen. Das kennen Sie das von sich, diese Tendenz, dass Sie dazu neigen, sich gleich für Probleme von anderen zuständig zu fühlen. Dass Sie den Anspruch an sich haben, das möglichst perfekt zu lösen. Ja, beziehungsweise mir dadurch die Liebe zu erkaufen, indem ich das Ja. für andere erledige. Und das ist, kann sein, dass diese Strategie tatsächlich in dieser Zwillingsbeziehung, dass es da irgendwie fürs Überleben wichtig war. Es kann auch sein, dass Sie in Ihrer beruflichen Karriere dadurch Anerkennung bekommen, dass Sie so selbstlos und ohne sich selber zu schonen, sich für die Interessen von anderen einsetzen. Kennen Sie vielleicht schon? Ja, auch aus meiner Beziehung mit meiner Mutter. Ja, und da bekommen Sie vielleicht Anerkennung davon, aber die Anerkennung macht nicht satt, weil das reale Honorar, der reale Ausgleich, der ist meistens viel zu knapp. Der kann es gar nicht ausgleichen. Dass Sie dann in so eine Erschöpfung kommen, in so ein Burnout, und das kennen Sie vielleicht. Das kenne ich Und dann gut. ist die Frage, ob Sie dieses Muster wirklich brauchen für Ihre Lebensbewältigung oder ob Sie sich dafür verabschieden. Da möchte ich mich sehr gerne von verabschieden. Dann darf sich diese magisch-grandiose selbst mal hinlegen auf den Tisch. Indem es sich hinlegt, kann es sozusagen gesund schrumpfen. Die ganzen Pflichtungen, die ganzen Verpflichtungen, die ganzen Aufgaben, die entweder andere Ihnen aufgebürdet haben oder die Sie selber an sich gerissen haben, um für andere wertvoll zu sein, die fallen jetzt ab. Sie haben ja auch ganz viel Kreativität, Intelligenz und Fantasie da hineingesteckt in dieses Programm. Das fließt jetzt zu Ihnen zurück, das können Sie jetzt anderweitig verwenden. Auf diese Art und Weise verwandelt sich dieses magisch-grandiose Selbst immer mehr in eine unansehnliche, leere, schrumpelige Hülle, wie ein Kokon, aus dem gerade ein Schmetterling geschlüpft ist. Dieser Kokon war möglicherweise für eine kritische Phase des Schmetterlings als Schutz wichtig. Die Frage ist, ob Sie heute noch diese Reste brauchen, um sich zu orientieren. Nee. Und wer darf das stoppen? Ich versuche es mal mit Rot. Ja. Stopp. Stopp. Wie geht's Ihnen dabei? Stopp. Ja, nee, das war zu Sehr früh. Das war gut. zu früh. Wir brauchen es Das noch. war zu früh. Ja, wir brauchen das grüne Vitale müssen wir noch. Das beziehen wir immer ein, das grüne Vitale, weil das ist nochmal ein zusätzlicher Aspekt. Also es fühlt sich gut an. Kein Problem. Dann nehmen Sie mal die grüne Vitale in die linke Hand. Für die grüne Vitale, Vivien, ist das ja die perfekte Spaßbremse. Immer nur Probleme, immer nur für die anderen, immer nur vernünftig sein. Das macht ja überhaupt keinen Spaß. Die kleine Vivien möchte natürlich gerne Party machen und Spaß haben. Und dann darf sie jetzt auch mal das stoppen und sie hat vielleicht eine besondere emotionale Tönung dabei, wenn sie das stoppt. Schauen Sie mal, wie es für sie ist. Stopp. Ja. Stopp. Stopp. Und vielleicht hat sie genug davon, von diesem ewigen sich verantwortlich fühlen für andere. Hab die Schnauze voll, mir reicht's. Ja. Möchte endlich Spaß haben. Stopp. Und dann darf sie das für immer vom Tisch hauen. Wie geht's Ihnen jetzt? Ja, das ist eine Befreiung. Dann schauen wir jetzt mal zu dem Partner, zum Herrn X. Also der Partner hat ja seine Probleme. Das ist dieser blaue Würfel. Nehmen Sie mal diesen blauen Würfel auf die Handfläche und schauen Sie mal, ob Sie das kennen, dass Sie sich damit beschäftigt haben, so als wäre es Ihre Aufgabe,
als würden sie damit etwas Gutes tun, als wäre das vielleicht sogar ein Zeichen von Liebe, wenn sie sich darum kümmern. Kennen Sie das? Da muss Ja, ich immer sehr. systemisch aufklären, also sie sind überhaupt nicht zuständig für seine Probleme. Wenn sie sich da engagieren, dann verlieren sie zwar sehr viel Energie, daher die Erschöpfung, aber sie haben gar kein Erfolgserlebnis. Das ist auf die Dauer frustrierend und da kann man dann die Selbstachtung verlieren für sich, aber auch für den Partner. Das kennen Sie vielleicht. Und spätestens dann können Sie erkennen, mit Liebe hatte das noch nie etwas zu tun. Und dann können Sie auch fragen, ob Sie überhaupt zuständig für sind, für seine Probleme. Nee, das nicht. Und dann können Also Sie nicht doch, in, nicht in der Form, wie ich es bisher ja, so angegangen bin, ne? Ja. genau, ungefragt. Also wenn er Sie bittet, ist ja was anderes, aber wenn Sie ungefragt sich da Genau. zuständig fühlen, da ist es das schon das Übergriffige. Ja. Und wenn Sie das jetzt erkennen, dann können Sie, gibt es ja einen klassischen Satz, ein X, das ist dein Schicksal. Das sind deine Probleme. Das ist dein Schicksal und das sind deine Probleme. Und du hast deine Art und Weise, damit umzugehen. Du hast deine Art und Weise, damit umzugehen. Oder vielleicht auch nicht umzugehen. Oder vielleicht auch nicht umzugehen. Es ist deine Art zu überleben. Es ist deine Art zu überleben. Und als Partnerin steht es mir gar nicht zu, mich da einzumischen. Und als Partnerin steht mir gar nicht zu, mich da einzumischen. Das achte ich jetzt nicht, dass deine ganz bei dir lasse. Bitte? Das achte ich jetzt, indem ich das Kleine ganz bei dir lasse. Das achte ich jetzt, indem ich ganz bei dir belasse. Das, was zu dir gehört. Das, was zu dir gehört. Wie immer. Für immer. Dann legen Sie mal diesen blauen Würfel zurück zu dem Herrn X und spüren Sie mal nach, wie sich das anfühlt. Und all das Schwere, Belastende, Traurige, Schmerzliche, was Sie da unbewusst übernommen haben, wenn Sie das jetzt zurück. Also es tut mir immer noch ein bisschen leid für ihn. Und trotzdem ist da so eine Grenze dazwischen. Ja. Nun gab es ja, gibt es ja dieses wahre Selbst. Das ist ein gesunder Herr X, der nicht traumatisiert ist, der sich natürlich freut über so eine wunderbare Partnerin und der auch dieser Partnerin seine bedingungslose Liebe schenken kann, einfach weil die da ist, ohne Erwartungen, ohne Bedingungen. Nun kann es aber sein, dass der Herr X selten oder nie mit seinem wahren Selbst verbunden war, sondern dass sie diese bedingungslose Liebe von ihm nur selten oder nie erleben konnte. Und das, was sie halt immer wieder erlebt haben, das waren Verletzungen durch ihn. Und jetzt geht es darum, dass sie erkennen, dass diese Verletzung nicht von seinem gesunden Wesenskern kam, sondern von diesem Überlebensselbst, von traumabedingten Überlebensselbst. Können Sie das sehen? Ja. Und wen haben Sie jetzt abgelehnt wegen dieser Verletzung? Den Herrn X oder sich selber? Also bis dato ja immer mich selber. Ja. Das ist natürlich ganz fatal, weil dadurch verlieren Sie die Achtung für sich selber und dieses niedrige Selbstwertgefühl, dieses negative Selbstwertgefühl, das kennen Sie vielleicht von sich. Ja. Und das begleitet Sie schon Ihr ganzes Leben lang und das ist die tiefe Ursache für die meisten Ihrer Probleme mit Beziehungen, aber auch mit sich selber. Sie haben jetzt eine Chance, den Teil an Ablehnung, der gar nicht zu Ihnen gehört, sondern diesem falschen Selbst Ihres Partners, endlich an die richtige Adresse zu adressieren. Oder an Okay. sein falsches Selbst. Was halten Sie davon? Ja. Dann nehmen Sie mal dieses falsche Selbst vor sich, stellen Sie mal ins blaue Klötzchen vor sich auf den Tisch. Dann können Sie zu diesem falschen Selbst sagen, dein Verhalten hat mich verletzt und verwirrt. Dein Verhalten hat mich verletzt und verwirrt. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich nur dich dafür abgelehnt. Nicht gekonnt, hätte ich nur dich dafür abgelehnt. Und nicht mich selber. Und nicht mich selber. Und auch nicht dein wahres Selbst. Und auch nicht dein wahres Selbst. Ist das für Sie, wenn Sie das sagen? Das ist gut. Nun, an diesem falschen Selbst des Partners haben Sie Ihre eigenen Überlebensstrategien entwickelt, diese Selbstverleugnung, dieses magisch-grandiose, das haben Sie schon verabschiedet. Die Frage ist jetzt, brauchen Sie das falsche Selbst Ihres Partners heute noch für Ihre Orientierung?
Nee. Und dann können Sie doch das rote Klötzchen in die linke Hand nehmen und symbolisch dieses falsche Selbst stoppen mit einem kräftigen Stopp. Ja. Ort mit Löwenschrei. Wie geht's Ihnen dabei? Ja, das ist so eine Kraft, die selbstverständlich wieder ist. Und es kann sein, dass es da auch viel Ärger gab, viel Wut, viel Schmerz, den Sie auch unterdrückt haben und der jetzt raus könnte, den Sie zulassen können. Schauen Sie mal, was da auftaucht. Stopp, Mensch! Stopp, stopp, stopp! Ja, das ist mich so verletzt. Das hat mich verletzt, was du gemacht hast. Und das ist doof gewesen und nie wieder. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das so sagen? Also ich darf das jetzt sagen. Ja. Und jetzt nehmen Sie mal die grüne vitale Vivien, die hat vielleicht in ihrem Repertoire noch andere Schimpfworte, die ihr da einfallen. Du nimmst einfach jegliche Lebensenergie. So was Dämliches. Mein Gott, komm doch mal zu dir selbst. Mensch, Ja. Mensch, Mensch. Also vielleicht traut sie sich nicht so, die ist vielleicht so brav erzogen, aber vielleicht können sie auch mal sagen, du Arsch. Du blödes Arschloch. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das sagen? Da ist nicht mehr die Angst, abgelehnt zu werden oder falsch zu sein, Genau, die darf das sondern. jetzt. Ja, Und Sie ich können ja mal darf einen das Finger jetzt. legen auf das wahre Selbst dieses Partners. Das würde ein gesunder Partner sagen, wenn er sieht, dass diese Vivian heute noch sich damit abkämpft, mit diesen Verletzungen von damals. Was würde der dazu sagen? Also das, was er da jetzt gerade sieht, findet er gut, weil da jemand ist, der wieder bei sich selber ist. Ja. Und er könnte sagen, du warst ja ganz unschuldig und es tut mir leid. Du warst ja ganz unschuldig und es tut mir wirklich leid. Und wenn du jetzt deine gesunde Wut rauslässt, dann tut es dir gut. Und wenn ich jetzt gerade meine gesunde Wut rauslasse, dann tut es mir gut. Wenn du deine, der redet ja zu Ihnen. Ah. Der redet zu Ihnen. Das war selbst von dem Ach so. Partner. Das redet ja Und zu wenn Ihnen, der du deine gesunde Partner. gesunde Wut rauslässt, dann tut mir das gut. Ja. Und dir natürlich auch. Ja, und dir natürlich auch. Also du kannst dich auch rauslassen. Also kannst du jetzt die Sau rauslassen. Wie geht es Ihnen da, wenn Sie das hören? Ja, das ist richtig. Ja. Das ist ein Partner. Ja. Dann können Sie nochmal mit dem das grüne Klötzchen da dieses falsche Selbst nochmal stoppen und schauen Sie mal, was Ihnen da noch an Schimpfworten einfällt. Mensch, du verkacktes, doofes Ego-Schwein, jetzt. Mach doch mal, dass du zu deinem Selbst kommst und dass man hier Beziehung führen kann, wenn überhaupt. Und sonst kümmere dich um dich selber. Genau, und wenn Sie denken, Sie brauchen das nie wieder, können Sie es vom Tisch hauen mit einem ultimativen Löwenschrei. Und jetzt verabschiede ich dich aus meinem Leben. Sowas brauche ich nicht. Stopp! Ja. Und die Probleme, die er hatte, die können Sie gleich hinterher schießen, die brauchen Sie auch nicht. Und die auch nicht. Wie geht es Ihnen jetzt? Ja, es wirkt gesünder hier auf dem Tisch. Jetzt steht da auf dem Tisch noch ein wahres Selbst, ein gesunder Partner. Den haben Sie vielleicht nie kennengelernt oder vielleicht ganz flüchtig am Anfang mal oder vielleicht hatten Sie so eine Ahnung. Und der würde sich natürlich freuen über so eine lebendige, wunderschöne Partnerin Vivian. Da könnte der auch so eine bedingungslose Liebe schenken, ohne Erwartungen, ohne Einschränkung. Können Sie sich vorstellen, dass es eine bedingungslose Liebe für Vivian gibt? Ja. Und jetzt ist die Frage, ob Sie ihr Herz überhaupt noch öffnen können für so eine bedingungslose Liebe oder ob Sie aufgrund dieser ganzen Verletzungen Ihr Herz automatisch verschließen. Ja, da ist schon noch so eine Angst, einmal dieselben Fehler wiederzumachen oder wie auch immer, Ja. aber. Also wir können ja mal testen, ich könnte mal dieses Klötzchen nehmen für das wahre Selbst des Partners. Schauen Sie mal, ob Sie Ihr Herz öffnen können. Diese bedingungslose Liebe eines gesunden Partners. Nehmen Sie mal an Ihr Herz, buchstäblich. Und schauen Sie mal, wie fühlt sich das an, wenn Sie jetzt Ihr Herz vorsichtig öffnen? Können Sie diese Liebe spüren oder machen Sie Ihr Herz automatisch wieder zu? Ja, da geht was zu. Gibt was zu.
Dann brauchen wir jetzt ein Symbol für einen Filter. Haben Sie ein Handtuch in der Nähe? Ich habe so ein Tuch geholt. Okay. Dann falten Sie das ein paar Mal zusammen. Das ist ein so Handschuh. Wahrscheinlich schon großes Filter entsteht, ja. Das legen Sie vor Ihr Herz. Und da geht garantiert nur die reine wahre Liebe eines Partners durch. Jetzt legen Sie das Klötzchen nochmal vor diesen Filter und schauen Sie mal, ob Sie jetzt wagen können, Ihr Herz zu öffnen, die garantiert reine Liebe eines gesunden Partners. Und da macht Ihr Herz automatisch zu. Nee, da tut was weh. Ja, dann ist es, kann natürlich sein, dass es so schmerzlich war, weil immer wieder diese Sehnsucht nach Liebe da ist. Dann kommt ein bisschen Liebe, dann kommt wieder die Verletzung. Und das kann sehr schmerzhaft sein. Jetzt schauen wir mal, gibt es denn ein Wesen, von dem Sie sich vorstellen können, dass Sie diese bedingungslose Liebe annehmen können? Eine Person oder ein Tier? Kommt ad hoc, kommt nichts. Wie geht es Ihnen mit der Natur? Ja, das ist gut. Also Menschen, die immer wieder von Menschen enttäuscht werden, die finden in der Natur diese bedingungslose Zuwendung der Natur, die uns beschenkt an und trägt, einfach bedingungslos, weil wir da sind. Dann nehmen Sie doch mal ein Symbol für die Natur, das selbst von dem Partner ständig wieder auf den Tisch. Und nehmen Sie mal ein, schauen wir, ob Sie noch ein Symbol haben, vielleicht so ein grünes Bogenklötzchen oder gelbes Bogenklötzchen. Darf ich so was Rundes nehmen? Geht auch. Dann nehmen Sie das mal für Symbol für die Natur. Was können Sie sich da vorstellen? Ein Baum oder? Der Wald. Ja. Dann stellen Sie mal vor, so einen Baum oder der Wald, und das nehmen Sie mal an Ihr Herz und schauen Sie mal, ob Sie diese bedingungslose Liebe der Natur für uns Menschen, ob Sie das spüren können, ob Sie da Ihr Herz öffnen können. Und wie fühlt sich diese Liebe an? Das ist ganz warm, das Ja. ist ganz kräftig. Für uns ist wichtig, ist der Teil von Ihnen, der diese Liebe spürt, das ist Ihr eigener gesunder Wesenskern. Das ist dieses wahre Selbst, von dem wir sagen, es gehört zu Ihrer Grundausstattung dazu. Aber es muss eben erst geweckt werden, wenn man Glück hat, durch die bedingungslose Liebe der Eltern. Und wenn das nicht möglich war, kann man das manchmal auch über die Natur erleben. Und wenn Sie jetzt spüren, Sie haben da in sich diesen gesunden Wesenskern, dann können Sie sich mal vorstellen, dass Sie eins werden mit diesem inneren gesunden Wesenskern. Und dann schauen Sie mal, wie sich das auswirkt auf Ihr Selbstwertgefühl. Es kann sein, dass es dann gar nicht mehr so wichtig ist, was Sie leisten. Es gar nicht mehr so wichtig ist, was die anderen von Ihnen denken, weil Sie in sich selber dieses Wertgefühl haben. Ja, so ist das, genau. Und dafür war jetzt die Begegnung mit der Natur wichtig. Stellen Sie mal diese Natur wieder auf den Tisch, das Symbol. Jetzt gehen Sie nochmal mit Ihrem roten Klötzchen zu dem eigenen gelben Klötzchen. Dann mit dem eigenen, nein, nein, mit dem eigenen, der, und dann spüren Sie mal, wie fühlt sich das jetzt an, wenn Sie sich verbinden mit diesem Wesenskern von Vivien, die gerade erlebt hat, der Begegnung mit der Natur, dass sie wert ist, geliebt zu werden. Legen Sie mal einen Finger nochmal über Rot und Gelb. Spüren Sie mal nach, wie fühlt sich das jetzt an? Immer noch so eine Leere ein bisschen da, aber es ist eine Selbstverständlichkeit eingekehrt, dass die beiden eng zusammengehören. Nun ist das Ganze neu, es ist unbekannt, es ist der Cantoletti, wenn der zurückkommt, wird er Panikattacken bekommen und das wird sie alles belasten. Von daher ist die Rückfallgefahr ist durchaus gegeben. Damit das nicht passiert, machen wir jetzt die Gegenabgrenzung. Die rechte Hand, in die linke Hand nehmen Sie das rote Klötzchen. Das hier? Nein, Ihr eigenes Selbst. Das hier. Ihr, denn die Vivien von heute. In die rechte Hand nehmen Sie das wahre Selbst. Ihr eigenes Wahres.
Beide stellen sie auf den Tisch, die Tischkante. Und jetzt stellt sich die Vivian von heute vor, sie geht nochmal zurück zu diesen Verletzungen mit dem Herrn X, so als wäre das immer noch wichtig für ihre Orientierung, und ihr Wahr selbst kommt kraftvoll und stoppt sie. Doch. Das geht dir nichts mehr an, das hat mit dir heute nichts mehr zu tun, das fixiert dich nur auf die Vergangenheit. Das geht dich nichts mehr an, das hat mit dir heute nichts mehr zu tun, das fixiert dich nur auf die Vergangenheit. Stopp! Das lassen wir einfach wirken. Kommt das an bei Ihnen? Ja. Als nächstes gehen Sie zu diesem grünen Würfel, das war diese Tendenz zur Selbstverleugnung. Auch da stoppt Sie Ihr wahres Selbst. Nein, das haben wir schon entfernt. Das braucht man nicht wiederholen. Nur in der Vorstellung gehen Sie zurück. In der Okay. Vorstellung gehen Sie zurück zu dieser Haltung der Selbstverleugnung. Und auch da stoppt Sie Ihr wahres Selbst kraftvoll. Und hören Sie mal, was Ihr wahres Selbst Ihnen sagt, wenn Sie wieder in diese Haltung der Selbstverleugnung gehen wollen. Bist du wahnsinnig? Nee, stoppen, stopp bewegen, richtig. Und Ah, ich sage dir ein paar da Sätze bist dazu. du. Richtig stoppen. Und stopp ich dann auf das hier? Ja, genau, das Rote muss gestoppt werden. Okay. Bist du denn wahnsinnig? Hören Boah. Sie mal zu, was ich sage. Das bist du Ja. nicht, das raubt dir deine Würde. Das raubt dir deine Kraft. Mit deinem Wesen ist das nicht vereinbar. Das bist du nicht. Das raubt dir deine Würde, das raubt dir deine Kraft, das ist mit deinem Wesen nicht vereinbar. Kommt es an bei der Vivian? Als nächstes gehen Sie zu dem magisch-grandiosen Selbst. Auch da stoppt Ihr wahres Selbst. Hören Sie mal, was ist da zu sagen? Sie stellen sich vor, Sie gehen zurück zu dieser Haltung des magisch-grandiosen Selbst, sich gleich zuständig fühlen für die Probleme von anderen, und Ihr wahres Selbst stoppt Sie dabei kraftvoll. Sie machen diese Stoppbewegung. Ja. Auch das bist du nicht, auch das raubt dir deine Würde und deine Kraft. Das fixiert dich auf dein Stressprogramm, mit deinem Wesen ist es nicht vereinbar. Auch das bist du nicht, das raubte deine, was war das? Kraft und Würde. Würde. Und dann, Sie helfen mir nochmal. Das fixiert dich auf dein Stressprogramm. Ah, das fixiert dich auf dein Stressprogramm. Mit deinem Wesen ist das gar nicht vereinbar. Mit deinem Wesen ist das gar nicht vereinbar. Stopp! Ja. Kommt es an bei der Bibel? Als nächstes gehen Sie zu dem Problem des anderen und wieder stoppt Ihr wahres Selbst. Hören Sie mal, was Sie sagt. Also Sie machen die Stoppbewegung, ich sage dann wieder was dazu. Stopp! Das bist du nicht, das geht dir nichts an. Wieso mischst du dich überhaupt ein? Mit Liebe hat das nichts zu tun. Das bist du nicht, das geht dich überhaupt nichts an und mit Liebe hat das überhaupt nichts zu tun. Kommt das an? Und dann gehen Sie zu dem falschen Selbst des Partners, um ihnen zu helfen, zu verstehen, zu retten, um vielleicht doch noch Liebe zu bekommen. Auch da stoppt sie aber selbst, hören Sie, was sie sagt. Sie machen die Stoppbewegung, ich sage was dazu. Das bist du nicht, da hast du nichts verloren, da bist du überhaupt nicht zuständig. Und Das Liebe bist du gibt's da nicht. auch, Ah. Liebe gibt es da auch nicht für dich. Das bist du nicht, da hast du gar nichts verloren. Und dann nochmal. Und Liebe gibt es da auch nicht für dich. Und Liebe gibt es da auch nicht für dich. Kommt das an? Ja, das stimmt auch. Jetzt kennen Sie das von sich, dass Sie dazu neigen, sich für die Probleme von anderen zu beschäftigen und dass Sie selber das für Liebe halten. Wenn der andere ganz gesund reagieren würde und sagen würde, ach, Liebe, das geht dich doch nichts an, wir können doch einfach Party machen zusammen, kann es sein, dass Sie das gar nicht annehmen können, weil Sie gekränkt fühlen, weil ihre Liebe gar nicht wahrgenommen und wertgeschätzt wird. Sie ziehen sich gekränkt zurück. Dadurch haben sie den Kontakt zu einer gesunden Person verloren. Und daran erkennen wir, dass sie in ihrer Kindheit eine wesentliche
Löwenqualität gar nicht lernen konnten, nämlich die, dass sie gestoppt werden mit Liebe und Respekt. Und warum ist es wichtig? Löwen und Menschen können sich gegenseitig sehr verletzen. Deswegen lernt schon so ein kleines Löwenkätzchen ganz früh einen Reflex, ein Körpersignal, das den anderen signalisiert, keinen Millimeter näher, sonst werde ich ganz, ganz böse. So ein Löwenkätzchen faucht dann so, das kennt ihr. Beim Löwenkätzchen wirkt es nicht so ernst, aber wenn der große Löwe faucht, dann ist es gar nicht mehr lustig. Aber der hat es als Baby kennengelernt. Wenn Sie das jetzt nicht als Kind kennengelernt haben, dieses Körpersignal, kann es sein, dass Sie heute den Menschen lieber aus dem Weg gehen, die sich ganz krass abgrenzen, weil sie das irgendwie nicht so gut verstehen können. Und leichter fällt es Ihnen mit den Menschen, die sich nicht abgrenzen können, aber die sind meistens traumatisiert. Das kennen Sie vielleicht. Und da kommt man dann leicht in so eine Abhängigkeitsbeziehung, wie zum Beispiel jetzt mit dem Partner. Also an sich sind Sie stark, Sie sind eine Löwin, Sie könnten auch einen starken Partner haben, wenn Sie noch lernen, wenn Sie das noch lernen zu integrieren, was Sie damals nicht lernen konnten. Und Ihr wahres Selbst könnte mit Ihnen dieses spezielle Training durchführen. Wir nennen es das Training Fit für die Löwenliga. Was halten Sie davon? Mach ich mit. Die Vivien von heute geht in bester Absicht in den Raum des anderen, um ihn zu retten, um ihn zu verstehen und um ihn zu heilen. Und ihr wahres Selbst stoppt sie kraftvoll und hören Sie mal, was sie sagt. Ja. Sie nehmen die Klötze in die Hand, machen diese Stoppbewegung. Wir sind Löwen. Löwen retten sich selber. Nur wenn du das respektierst, nur wenn du den anderen so lässt, wie er ist, kannst du ihm auf Augenhöhe begegnen. Müssen Sie gar nicht wiederholen, einfach auf sich wirken lassen. Wie wirkt das? Ja, gut so. Also, das wäre eine ganz andere Sichtweise. Da müssten Sie gar nicht gekränkt sein. Eigentlich wäre es ja ein Kontaktangebot. Der andere signalisiert Ihnen, was machst du da mit mir? Du musst mich überhaupt nicht retten. Siehst du nicht, dass ich ein Löwe bin? Du selber schaust doch auch aus wie eine Löwin. Wir könnten doch Party machen zusammen. Aber wenn ich immer wieder wie eine Krankenschwester aufführst mir gegenüber, dann nehme ich dich nicht mit auf die Löwenparty. Kommt es an bei Ihnen? Cool. Und es könnte sein, dass Sie manches Kontaktangebot eines Löwen verpasst haben, weil Sie es einfach falsch verstanden haben. Ja, eindeutig. Darum machen wir es gleich normal. Sie gehen wieder in bester Absicht in den Raum des anderen. Wieder stoppt Sie der Löwe, der Partner, der Ihr Weiß. Stopp! Ich weiß, dass ich dich stoppen kann. Ich weiß, dass du eine Löwin bist. Du hältst das aus. Aber du selber hast vielleicht vergessen, dass du eine Löwin bist. Oder vielleicht Stopp! wollen Sie dich auch umerziehen zu einem Stubenkätzchen. Und langsam wird es mal Zeit, dass sich entscheidet, gehörst du jetzt in die Löwenliga oder in die Liga der Stubenkätzchen? Ja, in welche Liga gehören Sie? Ich bin die Liga der Löwen. Na klar. Und das nächste Mal, wenn Sie jemand so krass abgrenzt, müssen Sie gar nicht gekränkt sein. Sie können sich freuen, endlich ein Löwe. Endlich bin ich in der richtigen Okay. Liga. Okay. So wissen Sie auch, Sie müssen ihn gar nicht schonen oder retten oder heilen, sondern im Gegenteil, wenn Sie ihm Ihre Power zeigen, dann freut ihn das, weil er merkt, das ist echt eine Löwin. Und dann kriegt er Lust, mit Ihnen auf die Löwenparty zu gehen. Okay. Das lassen Sie mal wirken. Jetzt nehmen Sie nochmal Rot und Gelb zusammen. Und dann schauen Sie mal, ob Sie noch die Verbindung spüren mit Ihrem wahren Selbst. Ja. Und dann werfen Sie mal einen Blick auf die kleine Vivian. Die hat in ihrer Familie möglicherweise nicht das Gefühl, dass sie ganz okay ist. Auch da können Sie mal die Brille dieser Familie ablegen. Und dann schauen Sie mal auf die kleine Vivian von damals. Gibt es an der etwas auszusetzen? Nee. Dann können Sie doch sagen, du bist goldrichtig, genau so wie du bist. Du bist goldrichtig, genau so wie du bist. Und schade, dass diese verwirrte Familie dir das nicht vermitteln konnte. Schade, dass diese verwirrte Familie das nicht vermitteln konnte. Mit dir hatte das gar nichts zu tun. Mit dir hatte das gar nichts zu tun. Hast du nichts verdient. Das hast du nicht verdient. Wie geht es denn der kleinen Vivian, wenn sie das hört? Also auch fremd. Fremd. Ja, ich weiß es nicht. Spüren Sie mal nach, kann es sein, dass die kleine Vivian heimlich immer wusste, dass sie ganz okay ist?
Ja, das wusste die tatsächlich. Heimlich wusste sie es. Und die wusste auch, dass die anderen schräg drauf sind. Ja. Und dann könnte die kleine Vivian ihnen sagen, ich habe das immer gewusst, aber du hast mir halt leider nicht geglaubt. Ich habe das immer gewusst, aber du hast mir leider nicht geglaubt. Wie kommt es an bei der erwachsenen Vivian? Das stimmt. Ja. Und dann könnte die kleine Vivian weiter sagen, aber schön, dass du es jetzt endlich merkst. Dann kann ja vielleicht doch noch was aus uns beiden werden. War schön, dass du es jetzt endlich merkst, dann kann aus uns beiden ja vielleicht doch noch was werden. Wie kommt es an bei Ihnen, wenn Sie das hören? Ja, das macht alles lustig. Ja. Gut. Nun, wie war es, wie Sie auf die Welt gekommen sind? Konnte Ihr Eltern Sie begrüßen ohne Wenn und Aber oder gab es da schon Einschränkungen? Es war ja ein Zwilling, war sie die erste oder zweite? Ich war die Erste und das ja, war schon ein Schreckmoment. Ein Schreckmoment. Also manchmal vergisst man dann, so ein kleines Wesen zu begrüßen. Und wir wissen, dass für ein gesundes Selbstwertgefühl so eine Begrüßung wichtig ist. Wir wissen auch, wenn die Eltern das versäumt haben, können sie das heute für die kleine Vivian nachliefern. Was halten Sie davon? Ja, wichtig. Dann können Sie zu der kleinen Vivian sagen, wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass du da bist. Und wie schön, dass du genauso bist, wie du bist. Wie schön, dass du genauso bist, wie du bist. Gleichzeitig so wild und unberechenbar wie eine Löwin. Bitte, was war das Gleichzeitig Erste? so wild und unberechenbar wie eine Löwin. Ah, gleichzeitig so wild und unberechenbar wie eine Löwin. Und so zart und sensibel wie ein Kätzchen. Und so zart und sensibel wie ein Kätzchen. Und wie schön, dass du ein Mädchen bist. Und wie schön, dass du ein Mädchen bist. Noch dazu so eine ganz besondere. Und noch dazu so eine ganz besondere. Wie geht es denn der kleinen Vivian, wenn sie das hört? Das ist gut. Nun hat diese Vivian in dieser Familie einiges schmerzlich und erlebt und verwirrend erlebt. Da gab es ja Verletzungen, seelische und körperliche Verletzungen, oder? Ja. Aber sie hat es ja alles überlebt, das kann man ja auch mal würdigen. Danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du in deinem berechtigten Zorn niemanden umgebracht hast. Danke, dass du in deinem berechtigten Zorn niemanden umgebracht hast. Und danke, dass du bei dieser ganzen Verwirrung deinen Verstand nicht auch verloren hast. Und danke, dass du bei der ganzen Verwirrung deinen Verstand nicht auch verloren hast. Das war nicht immer so selbstverständlich. Es war nicht immer so selbstverständlich. Wie kommt es an bei der kleinen Vivian? Stimmt auch. Dann können Sie doch eigentlich zu der kleinen Vivian sagen, trotz allem haben wir beide es nochmal gut hinbekommen. Und trotz alledem haben wir beide es nochmal richtig gut hinbekommen. Wir sind weder in der Klapse gelandet noch im Knast. Wir sind weder in der Klapse gelandet noch im Knast. Du und ich, wir sind ein starkes Team. Du und ich, wir sind ein starkes Team. Kommt das an bei der kleinen Vivian? Nun, damals konnte sie die kleine Vivian nicht schützen. Heute ist es ganz anders. Da können sie sagen: Heute lasse ich nicht mehr zu, dass du verletzt wirst. Heute lasse ich nicht mehr zu, dass du verletzt wirst. Dass du benutzt wirst. Dass du benutzt wirst. Dass du durch Schuldgefühle manipuliert wirst. Dass du durch Schuldgefühle manipuliert wirst. Das alles ist vorbei. Das alles ist vorbei. Dann legen Sie meinen Finger auf die kleine, vitale Vivian, die grüne. Wie geht es dir, wenn sie das hört? Ist ruhig in sich. Und an dieser Stelle hat die kleine Vivian eine Botschaft für Sie. Ich möchte Ihnen sagen, ich habe das damals alles überlebt. Ich habe keinen bleibenden Schaden davon getragen. Und es ist wichtig, dass du das heute weißt. Wie kommt das an bei Ihnen? Hoffnungsvoll. Ja. Was ich leider Ihnen sagen möchte, ich brauche jetzt nicht dein Mitleid, das kannst du dir sparen. Ich brauche nicht deine Schuldgefühle, das kannst du dir auch sparen. Keine Ausreden mehr, ich möchte endlich mit dir auf die Löwenparty. Wie kommt es an bei Ihnen? Na gut, genau das ist das. Nun kann es sein, dass die bedürftige Seite von Vivien auch heute manchmal zu kurz kommt. Kennen Sie das? Weiß ich, haben Sie Partner, haben Sie Kind? Ja, ich habe ein Kind. Ja.
Weißt du, wenn man ein Kind hat, dann möchte man dem einen Kind das ersparen, was die kleine Vivian erlebt hat. Und dann kann es sein, dass man die Kleine eher ein bisschen verwöhnt. Das Kind verwöhnt. Das kennen Sie vielleicht. Genau. Ja. Und gleichzeitig sitzt dann die kleine Vivian auf der Kellertreppe bei Trockenbrot und Wasser. Ich dramatisiere so ein bisschen, aber Sie verstehen, was ich meine. Ja, verstehe sehr Ist gut, natürlich was du nicht fair meinst. gegenüber der Kleinen. Wenn man einen Nein. Partner hat, dann denkt man manchmal, naja, vielleicht könnte der Partner sich um die bedürftige Seite kümmern. Ist ja auch naheliegend, aber es geht meistens schief. Dann ist man vielleicht tief enttäuscht vom Partner, macht ihm sogar Vorwürfe oder schickt ihn sogar in die Wüste. Kennen Sie auch? Auch da möchte ich Sie fragen, ist es denn fair, einen Partner zu benutzen als Babysitter für die kleine Vivian? Der Partner ist ja im besten Fall interessiert an der erwachsenen Vivian, an der Löwen-Vivian. Und darf es auch die Bedürftige geben? Natürlich, man kann gegenseitig auch so nach Absprache sich um die bedürftige Seite kümmern. Aber wichtig ist primär diese erwachsene Seite, ja. Damit man eine Partnerschaft haben kann, damit man auch gemeinsame Kinder haben kann, braucht man natürlich diese erwachsene Seite. Und vor allen Dingen gehört es auch dazu, dass sie selber sich um die bedürftige Seite kümmert. Und dass auch primär der Partner sich um seine bedürftige Seite kümmert und nicht erwartet, dass sie sich primär da zuständig fühlt. Dann entsteht ja wieder diese gegenseitige Abhängigkeit. Ja? Also, jedenfalls, das ist mir nicht fair, von dem Partner den zu benutzen als Babysitter für die Kleine. Der ist ja da gar nicht zuständig. Der ist primär interessiert an der Erwachsenen, an der Starken, wie wir. Was aber jetzt die kleine Vivian angeht, ist es ja gleich dreifach unfair. Jetzt hatte die erstmal diese Eltern, die sie gar nicht richtig wahrgenommen haben. Sie selber können sie anscheinend auch nicht immer so richtig wahrnehmen und dann überlassen sie einen Partner, der möglicherweise traumatisiert ist und außerdem gar nicht zuständig ist für sie. Ja, geht's dir noch? Was haben sie da der kleinen Vivian die ganzen Jahrzehnte lang zugemutet? Kein Wunder, wenn die auf dem Zahnfleisch gehen. Wen bräuchte die kleine Vivian ganz dringend? Also, ja, verstehe ich jetzt. Braucht es da von mir noch eine Antwort drauf? Natürlich. Wen braucht die kleine Bibi? Wen sie braucht? Ja. Na, die beiden hier. Natürlich. Und nachdem Sie jetzt ja mit Ihrem wahren Selbst verbunden sind, können Sie vielleicht auf ganz andere Art und Weise auch zu der kleinen Vivian sagen, für dich bin ab heute nur noch ich zuständig. Können Sie das sagen? Ja, mir kommt so ein bisschen das Konzept einer Beziehung zu kurz, dass man auch füreinander da sein darf, in einer Beziehung, aber vielleicht nicht in dieser Also, Konstellation der Abhängigkeit. sie schaut ganz anders aus, wenn Sie primär für sich sich verantwortlich fühlen, für die kleine Vivian. Und wenn dann die Kleine auch mal zum Partner geht und mit dem spielt, dann ist es ganz okay. Aber die Verantwortung abschieben an den Partner, das ist eben mit einer partnerschaftlichen Genau. Erwachsenenbeziehung nicht vereinbar. Das ist Ja. unterscheiden. Ja. Darum geht es, wer sie wirklich primär für die, wer ist da zuständig für die Kleine. Ja, das ist schon klar. Ja, Ja, dass die das kann beiden. sein, das ist ein wichtiger Punkt. Da kann sein, dass ihr Gefühl verwirrt ist. Deswegen, ich kümmere mich um sein Kind, er kümmert sich um mein Kind, dann ist alles optimal. Ja? Das ist aber genau die gegenseitige Abhängigkeit. Und Ja. Selbstfürsorge, das ist die Voraussetzung dafür, um in einer Beziehung unabhängig zu sein. Dann können sich zwei erwachsene Partner begegnen. Das ist eine einmalige Partnerbeziehung, die ganz andere Qualität als diese gegenseitige Abhängigkeit. Ja. Und darum geht es. Und dann können Sie der Kleinen auch noch sagen, und ich überlasse dich auch nie wieder diesem einem Herrn an meiner Seite. Und ich überlasse dich auch nie wieder diesem einen Herrn an deiner Seite. Und du kommst für mich noch, du bist für mich die Nummer eins, noch vor meinem eigenen Kind. Und du bist für mich noch die Nummer eins vor meinem eigenen Kind. Ist das für Sie?
was Neues, aber Ja. ja, hat seine Wichtigkeit. Ich will Ihnen das kurz erklären. Bei den Eltern war es so, dass die sich nicht um ihr inneres Kind kümmern konnten. Die hatten keine Selbstfürsorge. Die Folge ist immer, dass ein Kind sich dann zuständig fühlt und diese Überforderungsprogramm bekommt. Das kennen Sie. Ja, das kenne ich, Das können genau. Sie Ihrem Kind ersparen, indem Sie sich um Ihr inneres Kind kümmern. Das Beste, was Sie für Ihr Kind tun können, ist, dass Sie sich für die kleine Vivian kümmern. Und dann lernt die Kleine nämlich auch, wie man umgeht mit so einem inneren Kind. So. Und dann, wie ich die kleine Vivian einsetzen will, die unbedingt was anstellen, gilt es überhaupt bei Ihnen oder geht es bei Ihnen eher so kontrolliert und leistungsbezogen zu? Das ist verschieden, gibt beide Seiten. Ja, das ist schon, nee, Ja. das ist viel zu langweilig für die Kleine. Also zum neuen Programm gehört dazu, dass Sie der kleinen Vivian sagen, bei mir darfst du heute noch was anstellen. Ah, okay. Bei mir darfst du heute noch was anstellen. Und natürlich stehe ich mir für dich. Natürlich stehe ich Schmiere für dich. Ich möchte ja auch mal wieder Spaß haben mit dir. Ja, ich möchte ja auch mal wieder Spaß haben mit dir. Dann nehmen Sie die kleine Vivian an Ihr Herz und spüren Sie mal, wie fühlt sich das an, wenn die kleine Vivian endlich bei Ihnen einen sicheren Platz findet. Das grüne Klötzchen nehmen Sie an Ihr Herz. Es bekommt die kleine Vivian bei Ihnen ein Zuhause. Da wird sie gesehen, wie sie ist. Sie wird geliebt, wie sie ist. Sie wird geschützt und sie darf sogar ihren Spaß haben. Wie geht es der Es kleinen geht Vivian? gut. Es geht gut. Und wie geht es der großen Vivian, wenn es der kleinen Vivian gut geht? Der geht's auch gut. Das ist immer wieder das Erstaunliche, dass alle Probleme sich lösen, sobald es dem inneren Kind gut geht. Warum? Weil alle Probleme daher kommen, dass sie die kleine Vivian aus den Augen verlieren. Sie kümmern sich um alles Mögliche, verlieren ihre Energie, haben keine große Wirkung, sind enttäuscht, frustriert, erschöpft. Am Schluss haben sie keine Energie mehr für sich. Und damit ist jetzt Schluss. Nehmen Sie mal Rot und Gelb an Ihr Herz, beide grün zusammen. Spüren Sie mal nach, wie fühlt sich das jetzt an, wenn beide so. Ja, okay. Auch gut. Ja. Und in dieser Verbindung mit Ihrem Selbst können Sie mal schauen zu dem Partner. Wie geht es Ihnen jetzt mit dem Partner? Dem Herrn X. Da passt nur ein gesunder Partner hin. Ja. Und es gibt noch so eine Abs das Kind kommt ja nicht von diesem Partner, oder? Nein. Können Sie ihm sagen, um so noch uns abzuschließen, ich habe mit dir Schönes und Schmerzliches erlebt. Ich habe mit dir Schönes und Schmerzliches erlebt. Beides hat mein Leben reicher gemacht. Beides hat mein Leben reicher gemacht. An beidem konnte ich wachsen. Und beide konnten nicht wachsen. Und dafür, dass es jetzt auseinanderging, trage ich meinen Teil der Verantwortung. Und dafür, dass es jetzt auseinanderging, trage ich meinen Teil der Verantwortung. Und deinen Teil lasse ich bei dir. Und deinen Teil lasse ich bei dir. Ist das für Sie, wenn Sie das sagen? Das ist genau mein Job, dass ich seinen Teil bei ihm lasse. Genau. Und dann können Sie vielleicht auch alles Gute wünschen. Ich wünsche dir alles Gute. Und dann stellen sich die drei Klötzchen wieder auf den Tisch. Und die drehen sich um und gehen dann in die andere Richtung, nochmal über eine Grenze ins Hier und Jetzt. Da haben wir noch einen Bleistift als Grenze. Dann legen Sie mal den Finger auf die drei Klötzchen. Wie geht es denn jetzt? Wie geht es jetzt der Vivian, wenn sie so bei sich selber im Hier und Jetzt ankommt? Das ist eine Entscheidung, das ist eine Klarheit und es ist so bei sich selbst. So lassen wir das stehen.